wir haben das große Festival Timket in Gondar im Norden Äthiopiens dokumentiert. Das ist das äthiopische Epiphania-Fest, das wichtigste, das größte im Land. Ein Fest, dessen Ursprung im 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung liegt. Also bemerkenswert, wie hier also ganz alte christliche Bräuche gepflegt werden, aber zugleich auch im direkten Kontakt, im Austausch auch mit dem Islam und vor allem auch mit der jüdischen Religion immer gestanden hat. Das Timket-Festival, das wir über mehrere Tage filmen konnten, ist also sehr beeindruckend, auch vom Filmischen. Es ist ein großartiger Film geworden, den es in dieser Form bisher gar nicht gibt, auch in Äthiopien nicht. Und die Idee dahinter steckt, das ist großartiges immaterielles Kulturerbe. Und damit wollen wir auch die Kulturpolitik im Lande selbst unterstützen, diese Tradition hoffentlich bald auf die repräsentative Liste der UNESCO für immaterielle Kultur zu setzen. Das ist also unser Ansinnen. Deswegen auch die Kooperation direkt auch mit Institutionen, mit akademischen Einrichtungen, aber auch mit Künstlern und vor allem mit den Akteuren selbst. Mein Partner, der Filmemacher Dirk van den Berg, traf den großen Jazzpianisten Sammy Jirga aus Äthiopien und es entstand gleich spontan die Idee, hier mal etwas zu tun, was bisher nicht gemacht wurde, diese reiche Musikkultur zu dokumentieren, filmisch festzuhalten und daraus auch Inspiration zu suchen, auch für künstlerische Projekte. Der Film Guso Nord vermittelt also einen sehr direkten Einblick in diese Tradition. Unser Team, unser wissenschaftliches Team, bestand neben mir noch aus zwei äthiopischen Wissenschaftlern, Tim Kehet Tefera und Geti Gelaye, beide promovierte Kultur- und Musikwissenschaftler, die mit dabei waren. Und das ist überhaupt die Grundlage auch gewesen, um richtig tief in diese Kultur einsteigen zu können. Die Unterstützung dieses Programms, dieses Projekts in Äthiopien durch das Auswärtige Amt war sehr wichtig, denn im Land selbst ist derartige Dokumentation dieser alten Tradition noch nicht erfolgt. Und wir haben damit sehr viel im Land selbst angestoßen. Wir hoffen, dass es weitere Filme aus anderen Regionen Äthiopiens noch geben wird. Aber mit diesem ersten Film ist das Projekt nicht abgeschlossen. Die Zusammenarbeit, der intensive Austausch mit Äthiopien hält natürlich weiterhin an. Ja,